Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele die Priesterin. Ja, die Priesterin ist körperlich schwach, das heißt, ich bin langsamer, wenn ich über Paletten und Fenster springe. Ich bin außerdem auch langsamer, wenn ich repariere und ich habe schwierigere Skillchecks. Dafür kann ich allerdings solche Portale setzen, die mich dann komplett auf die andere Seite eines Objekts befördern und dann bin ich dann direkt weg. Das ist ziemlich nützlich. Wenn der Killer einen gerade jagt und nicht finden kann, oder beziehungsweise nicht finden kann, aber wenn der Killer allgemein einen gerade jagt, das ist die Spiegeldame, die hier mir gerade auf den Fersen ist. Und sie kann irgendwie einfach durch alles durchlaufen, ne? Und sich dann zu dem Spiegel teleportieren. Jetzt hat sie den Hit. Okay, außerdem bin ich ein bisschen schneller im Heilen und geheilt werden. Das ist sozusagen meine kleine Stärke. Ich hoffe, ich schaff's zur Palette. Ja, schaffe ich. Okay, ich hau hier ab. Ich will hier abhauen. Okay, sie jagt jetzt hinten irgendjemanden. Jetzt, sie ist umgestiegen. Auf ein Ziel, das vielleicht gefährlicher war, weil es am Generator gesessen hat oder sowas. Puh, zum Glück. Dadurch kann ich nochmal weglaufen. Ich kann außerdem kein anderes Item tragen, sondern nur dieses Portal, diese Portalmaschine. Genau, und die Portalmaschine, ihr seht es unten rechts, sie lädt sich langsam auf. Ich kann insgesamt 3 Portale hintereinander setzen, wenn ich die alle gesetzt habe, brauche ich dann wieder, bis die Kraft wieder bereit ist und ich dann neue Portale setzen kann. Und ich sehe, dass dort hinten irgendwie, Fokus und Decoding. Dass die Tinten irgendwie alle um den Stuhl herumgeistern. Ich hoffe mal, dass die es schaffen. Okay, der gerettet wurde, wurde glaube ich gerade geschlagen und hat entsprechend jetzt so einen durch die Rettung einen geliehenen Zeitbonus. Also nach 20 Sekunden klappt der glaube ich um, weil er direkt vom Haken kam und gerettet wurde. Und dann geschlagen wurde, ja. Schade. Der Killer ist anscheinend so ein bisschen darauf versessen, wobei sie lässt keine Ahnung, wo sie ist, ob sie jetzt da ist oder da ist. Sie ist da, aber gerade eben, ich habe keine Ahnung. Okay, ich hoffe mal, dass er an Breake, also unbeugsam hat und sich von selbst wieder aufstellen kann, ne? Denn anders wären wir hier wahrscheinlich nicht raus. Doch, hat er. Okay, er kommt weg. Ich würde gerade sagen, ne, aber anders kommen wir wahrscheinlich nicht so leicht raus, ne? Das könnte nämlich sonst schwierig werden. So, ich würde hier mal, hier kann ich keine Struktur, doch hier kann ich so ein Ding bauen. Jetzt hat sie wieder den Priester, den Seher geschnappt. Aber sie bleibt auch noch beim Haken. Es ist so schlimm. Und jetzt bin ich halt einer der Lemminge und renne da rein. Hier ist noch ein Portal. Oh, shit. Und weg hier. Da war sie gerade. Okay, wir müssen hier versuchen, irgendwie wegzukommen. Beziehungsweise die Generatoren zu machen. Den Seher dort hinten, den können wir wahrscheinlich nicht retten, aber alle anderen, Leute, sammelt euch, heilt euch und weg hier. Generatoren machen. Ich bin halt langsamer im Generatoren machen. Entsprechend macht das jetzt nicht super viel Sinn, die alle jetzt durchzuknüppeln, aber wenn es halt nicht ich mache, macht es halt keiner, ne? Im Zweifel, ne? Deshalb ab an die Generatoren, ich sage Focus on Decoding. Und sie bleibt dort und stellt dort wieder so ein blödes Spiegelbild auf. Ich hau ab. Okay, hier setzt jemand einen. Die setzen einen, so ein großes Portal. Aber ich brauche da jetzt nicht hingehen, weil die kann mich ja so schon heilen. Hallo? Hey. Oh oh, sie campt nicht, sie campt nicht. Okay. Okay, gut zu wissen. Also, So täuscht sie einen dann halt doch, ne? Okay, ich setze hier noch so ein Ding hin und gehe dann auf die Seite. Dort ist der Generator, an dem ich am Anfang war. Hier habe ich auch noch mein Portal. Der ist auf 0. Konnte die dagegen treten oder hatte ich nicht wirklich dran gearbeitet? Ja gut, ich mache den jetzt weiter. Der nächste wurde verletzt. Ah, wird schwierig.
Aber anscheinend, doch, die hat. Vorhin hat sie zumindest gecampt. Wahrscheinlich hatte sie, ist sie beim Haken geblieben und hat einfach dieses Spiegelbild aufgestellt und sich dann zu dem Spiegelbild teleportiert. Frag mich nicht, wie das alles funktioniert. Den Killer habe ich auch noch nicht verstanden. Ich mache hier einfach die Maschinen. So, okay, da ist der zweite tot. Okay, der andere hat einen Generator gemacht. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Ich habe hier wenigstens das Portal, durch das ich dann relativ schnell wegkomme. Aber ich muss so die Augen aufhalten. Ich glaube, ihr Spiegelbild hat keinen Herzschlag. Ich habe Angst, dass sie mich dann plötzlich überrascht. Aber ich sehe sie nicht. Ich mache hier einfach den Generator. Hoffe, dass der andere auch noch an einem sitzt. Dass wir dann irgendwie rauskommen können. So, und zack. Der Generator ist gleich durch. Und den haben wir. Shit, hier ist ihr Spiegel. Da hinten ist sie. Ich bin wieder weg. Okay, da ist ihr Spiegelbild. Da ist jetzt sie. Oh, verdammt, wieso kam sie da durch? Sie kann durch die Spiegel. Okay, der letzte hat den Generator gemacht. Den letzten Generator gemacht. Dadurch hat sich mein Adrenalin sozusagen gezündet. Und durch. Und kann ich nicht durch? Weg hier. Sie kann anscheinend irgendwo. Oh, sie hat Noid. Sie hat rote Augen. Sie hat rote Augen. Ich muss hier weg. Ich habe keine Ahnung, wo das Tor ist. Aber das Tor ist, glaube ich, rechts von mir. Jetzt kam Flink zum Tragen. Hier haue ich die Palette direkt um und laufe dann los. Ach, shit. Ist der andere schon raus? Kann der andere bitte rausgehen? Okay, sie hat mich. Ich sag dem anderen, get out of here. Wäre der schon rausgegangen, wäre ich schön durch die Falltür entkommen. Der andere ist ein Magier. Der jetzt nicht unbedingt so die besten Chancen, einen direkt zu retten, ne? Okay, er ist raus. Ah, schade. War nochmal spannend zum Schluss. Aber wir konnten nicht entkommen. Sie hatte halt Noid. Ich habe sie schon genug mit dem Portal eingeärgert, aber das war dann auch, naja, ein bisschen stressig. Ich meine, ich spiele die Priesterin jetzt auch, ja, zum. Ich habe sie schon ein paar Mal gespielt, aber ich spiele sie jetzt nicht oft oder so, ne? Entsprechend hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr aus ihr rausschöpfen können, vielleicht, aus ihren Portalen. Aber na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!